Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Päckchen bekommen. Eine liebe Zuschauerin hat mir ein Päckchen geschickt. Ich wusste davon auch nichts. Bei uns scheint gerade schön die Sonne. Es ist ein klein, aber feines, finde ich. Das ist auch eine liebe Karte. Genau. Ich wollte mich gerne bei dir bedanken. Danke, danke, dass du mir das Paket zugeschickt hast. Ich zeige dir die Karte, dann weißt du bestimmt, wen ich meine. Den Namen werde ich auch nicht nennen und alles drum und dran. Die Karte bleibt für mich. Genau. Dankeschön für deine lieben Worte, dass dir meine Videos auch gefallen. Das freut mich echt sehr. Das bin ich echt glücklich. Dankeschön. Genau, wir packen jetzt kleine Zuschauerpaket aus. Es ist klein, aber fein, sag ich immer. Und es muss auch nichts Großes sein, finde ich. Und ich wusste davon auch nichts. Ich habe nur gedacht, hä, Packstation? Ja, muss ich irgendwas abholen? Was? Ich habe doch gar nichts bestellt. Aber ist ja nichts Schlimmes. Hier haben wir von DM Bio eine Reise in die Savanne. Zitronen, Gras, Rubios und Kokosschale. Das hier, das war zweimal. Das ist Tee, das ist super. Dann habe ich hier zweimal von Alos, natürlich gut für mich. Sommerminze, Pfefferminze, grüne Minze, Holunderblüte. Trinke ich auf jeden Fall, werde ich euch auf jeden Fall noch ein Update geben. Und zu guter Letzt habe ich hier noch zweimal Tee von Kanada. Cranberry, Heidelbeere und Ahornsirup. Bio-Früchte-Tee. Boah, da bin ich echt gespannt. Das werde ich mir echt nachher heute Abend mal machen. So, dann war hier was Kleines eingepackt. Es war alles gut eingepackt gewesen. Hier haben wir von Das ist ein glattendes Gesichtspeeling mit Pomelo und Mannsteinextrakt. Massiere sie sanft auf das feuchte Gesicht. Verwende sie den Kontakt mit den Augen. Das ist super. Das habe ich. Also so ein Gesichtspeeling habe ich jetzt noch nicht. Dann war hier etwas für die Augen. Zwei Stück wiederverwendbar. Ja, manchmal bleibt ja auch mal viel extra von den Augenpads. Da kann man die auch, ich habe ja diese Box und da kann man die mit reinlegen. Finde ich nicht schlecht. Ich hole sie mal raus. Die sind auch hier extra nochmal eingeschweißt. Ja, da bin ich echt gespannt. So, dann habe ich hier noch ein Pussin, also es ist ganz niedlich, ein Lippenbalsam in weihnachtlich, aber ist ja nicht schlimm, ich liebe Weihnachten, Weihnachten kommt jedes Jahr wieder mit Vanille, 3,8 Gramm, aber das Muster, schaut mal, mit den kleinen süßen Kätzchen, ich finde es putzig, ja. Ist super. Dann hat sie mir noch so ein Haarreifen, nicht Haarreifen, sondern ein Band, wenn man das Gesicht waschen tut oder peelen möchte. Das hier in rosa-weiß. Das habe ich auch noch nicht von Action. Dann, da bin ich echt gespannt, von Shio Popcorn. Süß, extra süß. Sie guckt gerne meine Videos. Ich mag das nicht so mit Salz. Oder mit diesem von Action, da gibt es ja noch dieses Karamell. Nee, das ist nicht unsere. Das hier, süß, auf jeden Fall. Das freut sich mein Sohn. Hier haben wir von Poki ein Schoki-Cream. Das sind diese Stangen mit Schokokeks. Mit Schokokeks. Poki. Das ist super. Mal gucken, ob ich da was abkriege.
Dann hat sie noch ganz schön viele Kinderriegel reingetan. Oder sie solche, ja nicht Kinderriegel, man kann sie auch für Kinder, man kann sie aber auch so zwischendurch für die Arbeit zum Naschen mit benutzen. Das finde ich echt nicht schlecht, solche kleinen Riegel. Ich esse die sehr gerne, egal welche Sorten eigentlich. Ich habe eigentlich immer alle gegessen. Freunde, feine Haferringe, Apfel, Banane. Den hier. Dann haben wir Banane, rote Traube und Aronia Riegel. Okay, alles im Bio. Dann haben wir hier zweimal Birne, Pflaume und schwarze Johannisbeere. Super. Lecker. Schwarze Johannisbeere mit Birne, das ist viermal drin. Das habe ich gar nicht mal gefühlt. Und dann habe ich dreimal Banane, rote Traube und Aronia Riegel. Dreimal. Kriege ich die alle in meine Hände. Ja. So. Super. Und dann haben wir hier noch zwei Masken von Action. Einmal die Plunge, das sind diese Bubble-Masken in dieser rote Variante. Was steht hier drauf? Tuchmaske mit rote Beete und Axia. Und du bist? Tuchmaske mit Kombucha und Ingwer. Was sind das für Namen? So eine Bubble-Maske. Finde ich super. Zwei Stück, 20 Milliliter jeweils. Klasse. Und zu guter Letzt hat sie mir noch was für die Handwärme reingetan. Für zwei Stück so winterliche Muster. Mit so einem Pinguin und mit einem Eichhörnchen. Super. Das finde ich extrem schön. So Handwärme hatte ich auch noch nie wirklich gehabt. Okay, die kann man ja auch dann wiederverwenden, wenn man das ja benutzt hat, in den Wasserkocher rein, dann kann man die wiederverwenden. Sowas in der Art gibt es ja. Genau, wow, das sind echt, echt tolle Sachen drin. Dankeschön, liebe Zuschauerin, dass du mir ein kleines, nettes Paket reingeschickt hast, also mir geschickt hast. Dankeschön auch für deine ganz lieben Worte an der Karte, da habe ich mich echt gefreut. Darüber. Genau. Und ja, dass dir auf jeden Fall meine Videos gefallen. Das ist sehr, sehr schön. Dankeschön nochmal. Ich kann es nur wiederholen. Ich bin jetzt irgendwie nicht so dran gewöhnt, so kleine Päckchen zu kriegen. Ja, man weiß nicht manchmal nicht, was man richtig sagen soll, weil man so ein kleines Paket. Außer danke, 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 danke. Und Dankeschön für die lieben Worte, dass du gerne meine Videos schaust. Das freut mich extrem sehr. Genau. So, meine Lieben. Ich sage nochmal Dankeschön, liebe Zuschauerin. Du weißt bestimmt, wen ich meine, wenn ich ja dir am Anfang diese wunderschöne Karte gezeigt habe. Name möchte ich jetzt auch nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob ich den Namen sagen darf. Die liebe Person, also die liebe Zuschauerin, hat mir auch keine einzige Nachricht geschrieben, dass sie mir irgendwas schickt. Ich habe das nur am Handy gesehen, in der Packstation, dass da gerade ein Päckchen unterwegs ist. Ich habe gedacht, ich habe doch gar nichts bestellt. Habe meinen Freund gefragt, hast du irgendwas bestellt? Sagt er, nein, ich habe nichts bestellt. Und da habe ich gedacht, na okay, dann warte ich einfach jetzt mal, was jetzt überhaupt drinnen ist. Oder auch nicht. Ja, genau. Aber Dankeschön nochmal, liebe Zuschauerin. Ich habe mich sehr, sehr gefreut darüber, das Päckchen zu bekommen. Ich habe echt gedacht, das ist das Zürschwander-Paket von der anderen Gruppe. Aber nein, war es nicht. Ich freue mich sehr. Den Tee werde ich auf jeden Fall trinken. Ja, werde ich alleine trinken mit meinem Sohn zusammen. Die Masken werden wir auf jeden Fall in ein Video testen zusammen. Ich möchte wieder auf jeden Fall Maskenvideos wieder drehen. Genau. Ja.
echt Dankeschön nochmal für jede Kleinigkeit. Das sind echt tolle Sachen, auch wenn das so weihnachtlich ist. Ich liebe Weihnachten einfach. Ich liebe Weihnachten, das ist sowas von schön. Auch die ganzen Snacks, alles. Das ist echt, echt super schön. Jedes einzelne wird mit Liebe getestet. Genau. Und probiert. Und ja. Und die Augenpads würde ich mal gucken. Vielleicht finde ich mal noch so eine Gelee-Art, wo man das so reinlegen kann und dann so auf die Augen legen kann. Oder man nimmt hier das alte vom Augenserum, wenn da noch zu viel drin ist, in so eine Dose reinmachen. Die habe ich ja, und dann drüber kippen und dann verwenden. Das kann man genauso sehr gut. Ja, das Peeling, das hatte ich auch noch nicht gehabt. Da bin ich echt gespannt auf Gesichtspeeling. Ich muss unbedingt Gesichtspeeling machen. Das ist mit Glitzer, sehe ich. Ach, ich weiß es nicht. Manchmal, ich mache eine Tagescreme drauf und dann kannst du das so abreiben, wenn ich schon fertig bin. Habe ich mir gedacht, ja, für was habe ich das jetzt alles drauf gemacht, wenn das wieder abfiel? Und ich habe ein paar Tage vorher mein Gesicht gereinigt mit der Maschine, die ich ja auch bei Action gekauft hatte. Ja, aber ich vertrage eigentlich alles sehr, sehr gut. Das ist zum Glück mein Vorteil. Viele vertragen ja auch viele Sachen ja leider nicht. Das ist ja das, aber ich kann eigentlich alles in mein Gesicht klatschen. Das ist noch das Gute da dran. Ja. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, eine wunderschöne Woche oder ein wunderschönes Wochenende, wenn ihr das Video schaut. Und ich sage Tschüssi!